Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu A Plague Tale Requiem. Ja, in der letzten Folge sind wir quer durch ein riesiges Rattennest, was wir im Hintergrund noch sehen, gelaufen. Und wir müssen in dieser Folge jetzt den Hafen erreichen. Mal schauen, richtig laufen können wir wieder nicht. Hinten sehe ich Lichter, das ist schon mal positiv. Negativ ist, dass uns auch noch diese Schergen da von diesen Idioten auf den Fersen sind. Ich hoffe, es dauert noch ganz, ganz lange, bis die wieder kommen. Moment! Das Dorf! Mit dem Meer stimmt irgendwas nicht. Das Land ist weg. Das bin ich. Nein, ich war das. Nein, die Ratten. Ich war das. Nein, der Graf und die Gräfin. Gehen wir. Gehen wir einfach. Herr im Himmel, das Beben hat die verdammten Eier freigelegt. Ja, sie sind noch da. Immer. Immer in meinem Kopf. Hugo? Lass ihn, Amicia. Ich gehorche euch nicht. Ich gebe euch Befehle. Ihr gehorcht mir. Klar? Ihr gehorcht mir. Alles klar. Die haben dich gehört. Ich sehe zum ersten Mal, wie du... Weil es weh tut. Oh, es tut mir leid. Was nur sehr, sehr schlecht ist, dass wir hier vorne schleichen können. Grundprinzipiell ist das ja gut, aber das lässt nichts Gutes an. Scheiße! Hast du das gespürt? Das Beben hat die Ölkrüge zerschmettert. Soldaten! Warum wollen wir den Sohn noch? Er wird unser Ende sein. Er hat alles ruiniert. Das ist nur passiert, weil er unter dem Einfluss dieser Schänderin steht. Deshalb will der Graf sie um jeden Preis tot sehen. Hoffentlich klappt's. Schänderin? Du hast einen neuen Titel, Amicia. Der Graf ist noch am Leben und verbreitet seine Lügen. Sie sind hinter uns her, also aufpassen. Ich möchte das Ding da hinten gerne mit Hugo explodieren lassen. Und ihm gerne das Feuer abnehmen. Problem ist, ich kann gerade mit Hugo nichts machen. Ach nee, Moment. Kann ich aber nicht, weil ich nicht nah genug dran bin. Das ist Mist. Na warte, wenn ich dich erwische. Geh weg. Geh weg. Ihr wollt euch verstecken. Ich finde euch. So, da hinten hätten wir jetzt rein theoretisch rübergekonnt. Das ist eine andere Typ. Die sind aber nicht mehr hier, ne? Dem Glück ist der jetzt abgelenkt. Sie sind dahinter, ganz sicher. Nein, wieso kann ich das nicht machen? Sie sind frei. Wir müssen sie zum Hafen schicken. Alles klar. Ich bleib schön. Ja, du bleibst schön hier, habe ich gesehen. Hallo? Darf ich hier nochmal raus? Nein? So, sehr gut. Jetzt. Oh. Jetzt verstehe ich auch, warum das vorhin nicht funktioniert hat.
Weil ich das selber kaputt machen muss. Selbst bei all dem Chaos. Sie töten lieber andere, als ihr eigenes Ende zu akzeptieren. Typisch. Okay, die Frage ist nur, das sind zwei, die da hinten sind, ne? Der kommt aber jetzt noch hier, oder? Wenn ich das richtig sehe. Ja, wir hocken jetzt hier im Gras und ich hatte eigentlich gerade einen Anruf bekommen von meiner Tochter, deswegen entschuldigt den kleinen Cut. Der Typ ist schon kaputt, so wie es aussieht. Ich wollte eigentlich gerade rüber und habe jetzt aber dummerweise auf die falsche Taste gedrückt. Ja. Das heißt für mich, dass ich sie heute 2 Stunden früher abholen muss, da muss ich dran denken. So, das haben wir eigentlich erledigt. Ich weiß jetzt nicht, der Typ da rüberkommt, wenn wir das jetzt hier öffnen. Ich hoffe nicht. So, wir könnten theoretischerweise auch da oben rumschleichen. Sehe ich jetzt gerade. Weil hier oben vermutlich wieder andere Leute sein werden. Das sieht aber soweit noch ganz gut aus. Ja, wie gesagt, entschuldigt bitte den Cut. Es ist jetzt auch ein bisschen doof gelaufen. Wir waren eigentlich da unten und wollten ja unten dran vorbei. Den würde ich mir aber gerne holen. Weil, ich hoffe jetzt nicht, dass der hier hochkommt. Weil wir haben nämlich keine Schale mehr. Okay. Scheint uns erstmal noch keiner zu sehen. Und, oh, da unten läuft einer. Mann, ich hab's aber auch gerade. Wir finden Sophia. Wir segeln davon und fangen ein neues Leben an. Wo kommt der her? Wo kommt der her? Wo kommt der her? Das war nicht gut. Sind hier irgendwo Ratten? Das sind keine Ratten mehr. Ach doch, da oben. Oh. Kommt der da rumgelaufen? Moment. Oh. Mal rein. Genau. Das Problem ist. Bitte schön. Ich habe Soldaten für euch. Ja, mach. Ach so. Hallo. Konzentrier dich! Ja, ich konzentriere mich. Der hat auch keine Fackel, oder? Dann schnappen wir uns auch direkt mal. So, wer will noch? Wer hat noch nicht? Und wer hat auch keine Fackel? Hallöchen! Bestimmt einer ihrer Tricks! Guten Tag! Guten Tag, der hat leider. Oh. Übernimm dich nicht! Ja, ist okay. Ist okay. Oh, der ist auch in Aufruhr. Hilfe. Dann bin ich jetzt hier so weit draußen. So, was ist jetzt mit dem? Ist aber weit hinten, ne? Kommt aber hier so in die Richtung hin. Ich würde gerne da runterkommen, ohne dass sie mich sehen. So. Alicia, bei dir alles in Ordnung? Wir sind so leise. Dinger sind so falsch. So, ist jetzt die Frage, was hat uns das jetzt gebracht? Weil die Ratten sind draußen. Die Frage ist, greifen die uns an, wenn wir daneben herlaufen? Das
Das war nämlich blöd. Ah ne, da hinten ist Feuer. Ich bin mir nicht sicher, ob wir nicht eventuell da bei dem einen Typen erstmal vorbeischleichen sollten. Weil der eine kommt scheinbar hier nicht hoch. Müssten wir den allerdings auch... der hat eine Fackel, ja. Einer weniger. Oh. Ja, so geht's auch. Moment, dann schleichen wir am besten erstmal hier rum. Hätten wir jetzt eigentlich mit denen hier machen müssen. Die Frage ist, kommen die raus, wenn wir nur dran vorbeilaufen? Bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Da kann ich mich doch auch dran verstecken. So, weiter, weiter. Nein, nein, lauf, 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 lauf. Ich hoffe, das hilft uns weiter. Nein! Was machst du denn? Du sollst weiterlaufen. Was war das gerade? Okay, hier kann ich mich nicht verstecken. Ist mir gerade aufgefallen. Scheiße. Oh, kommen die Ratten jetzt darüber? Sieht nicht so aus. Okay. Die haben ja den einen gefressen hier, glaube ich. Ne? Ja, ja. Was ist mit dem Typen? Der hat... Hoch da! Der hat keine Fackel. Das sind aber zwei. Nicht gut. Gar nicht gut. Die kann er nicht nehmen. So kann er die nicht nehmen, weil er die angucken muss oder wieso? Mal da hinten können wir noch was öffnen. Mann, denke an ihn vorbei. Nein, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Wie tief geht es da runter? Ich kann keine Felsen mehr erkennen. Ich will's nicht wissen. Das sind aber keine Ratten mehr. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Oh, die ganz sicher. Lass uns einfach gehen. Wie viele sind hier bitte stationiert? Das wissen wir nicht. So. Da ist ein Pfeil, das ist schon gut. Okay, jetzt muss ich aber gucken. Ich muss wahrscheinlich... Moment, da unten ist... Nee, da ist Wasser. Ich muss wahrscheinlich doch irgendwie hier hoch, ne? Ah, da ist noch einer. Frage ist jetzt nur, das sind keine Ratten mehr, ne? Ich vermute mal, wir hätten jetzt doch von der anderen Seite darum gemusst. Ja, ja. Ist schon okay, wir kommen rüber. Da sind die Ratten. Ja, ja, ja. Red du mal.
So. Dann. Futter! So, er darf sich aber nicht überschöpfen. Nicht total erschöpfen. Das ist das Problem. Das heißt, wir können natürlich nicht alles mit ihm machen. Können wir jetzt hier durch oder kommen die uns jetzt hier irgendwie hinterher oder so? Rüber mit dir. Oh. Oh. Okay. Da können wir hoch. Können wir noch was holen? Ich hoffe, dass die jetzt nicht mitkommen. Okay. Es tut mir leid, aber irgendwie kann ich nicht mehr vernünftig reden. Moment. Ja. Oh, da war doch gerade links einer, oder? Nee, das ist eine Mauer. Das Tor da oben. Ich glaube, das ist der Dorfeingang. Was davon übrig ist. Okay. Ich denke, es hat irgendwas. Bin ich jetzt auf? Ja. Das ist gut, das. Oh. Gut. Damit vielleicht. Schnell. Hat niemand gehört. Wobei, ich glaube, es ist auch niemand mehr hier. Komm, hoch mit dir. Und hepp. Aha. Oh Gott. Okay. Da drüben ist ein Boot. Ja. Bitte sei am Leben, bitte sei am Leben. Zum Glück ist die Hexe tot. Ich habe gehört, der Graf von Aal hat endlich seine Eier zurück und die Hinrichtung befohlen. Sie haben am Hafen einen Galgen aufgestellt. Sie hängen den Riesen? Heilige Scheiße, das muss ich sehen. Ja, ich auch. Er ist nicht tot. Er braucht uns. Uns fehlt die Zeit. Wir müssen hin. Wirklich, nach dem, was er getan hat. Na schön. Wir müssen ohnehin rüber zum Hafen. Wir holen Anno und dann verschwinden wir. Ja, da das Retten von Anno allerdings etwas länger als geplant gedauert hat, mache ich hier erstmal einen kleinen Cut und wir sehen dann den Rest in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.